Minuten. Den ersten Teil, den ich vor 2 Monaten, also das Video für die Anfänger, den ich vor 2 Monaten circa gepostet habe auf YouTube, wurde so erfolgreich und ich habe so viele tolle Kommentare bekommen dafür, dass ich dachte, ich muss unbedingt einen Teil 2 dazu bringen. Und hier ist er. Ich werde das gleiche Prinzip benutzen wie letztes Mal mit Akkorde. Diesmal werden wir sie aber zerlegen, also die Töne nacheinander spielen von den Akkorden. Und dafür habe ich das Lied Unchained Melody genommen. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Lied in der Musikgeschichte. Ihr kennt es sicher alle. Ich habe es als erstes, glaube ich, bei Dirty Dancing gehört. Und kommt auch bei Ghost vor. Ja, einfach sehr, sehr, sehr berühmtes Stück im 20. Jahrhundert. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen. Zwei kleine Erinnerungen von vornherein. Erstens, das ist die Tonleiter aufwärts. C, D, E, F, G, A, H, C. Sollte dir eigentlich schon ganz klar sein, schon von letztes Mal. Und zurück solltest du auch ganz gut beherrschen. C, H, A, G, F, E, D, C. Also das solltest du richtig können, schon länger. Nehme ich an. Aber ich sag's trotzdem. Und die zweite Erinnerung ist, wie man einen Akkord baut. Ein Dur-Akkord, so wie hier C-Dur. C-Dur, weil der Daumen ist auf C, also der wichtigste Ton hier in diesem Dreiklang ist C. Und deswegen sagt man C-Dur. Wird aber mit 2 anderen Tönen gebaut. Wir zählen 4 Halbtöne. Ein Halbton ist die kleinste, der kleinste Intervall zwischen 2 Tönen auf dem Klavier. Also wir haben da ein Intervall, da, da und da. Also ich zähle mal. 1, die Distanz bis daher. 2, 3, 4. Und plus 3. 1, 2, 3. So baue ich einen Dur-Akkord. 4 plus 3. Hier auf F könnte ich auch einen Dur-Akkord bauen. F-Dur. 1, 2, 3, 4. Zack. Und 1, 2, 3. Zack, jetzt habe ich F-Dur. Ich zeige jetzt mal einen Moll-Akkord. Ich nehme mal C-Moll. C-Moll, genau. Also C. Beim Moll-Akkord ist es genau umgekehrt. Wir denken 3 plus 4. Also nicht 4 plus 3, sondern 3 plus 4. Also dann C. 1, 2, 3. Hier komme ich da an. 1, 2, 3, 4. So habe ich C-Moll. Ja. Und ich empfehle dir jetzt gleich, falls du es noch nicht gemacht hast, die PDF-Datei auf meiner Webseite auszudrücken. Dort hast du alle Akkorde von unserem Stück jetzt, Unchained Melody. Und du kannst dann wirklich alles folgen, sonst müsstest du alles notieren. Also wir starten jetzt mit der rechten Hand von der Strophe A. Die Akkorde sind so. C-Dur. Haben wir jetzt gerade gemacht. Passt gut. Und dann nochmal C. Ja, nochmal C, weil dieser Prozentzeichen hat nichts mit Prozente zu tun eigentlich. Keine Ahnung, warum man das so schreibt, aber das heißt einfach Wiederholung. Damit man es einfach besser sieht, schreibt man so einen Zeichen. Das heißt nochmal C, nochmal das gleiche Akkord wie vorher, wie gerade vorher. Also, wir haben zweimal C. Dann kommt A-Moll. Jetzt A-Moll, C-H-A, zack, mein Daumen stelle ich da. Und Moll-Akkord, Achtung, 3 plus 4. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. A, C, E habe ich da. Und da gibt es auch noch ein Prozent. Also zweites Mal auch noch.
wir haben zweimal C und zweimal A. Etwas habe ich vergessen, sollte ich noch sagen. Und zwar, ich spiele diese Akkorde so mit dem Daumen, dritte Finger und fünfte Finger. Aber du kannst sie gerne so spielen, besonders wenn du große Hände hast. Es wird es für dich sicher bequemer sein mit dem Daumen, zweite Finger und vierte Finger. Also beides ist richtig und gut. Auf der zweiten Linie von der Strophe A haben wir F-Dur. F, wo ist F? Zack! Jetzt weiß ich schon, wo F-Dur ist. Juhu! Also F und F-Dur ist so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zweites Mal. Und jetzt G-Dur. Das ist hier eine Taste höher. Auch zweimal. Wieder C-Dur. Wir sind jetzt bei der dritten Linie. Wieder A-Moll. Zweimal. Wieder G-Dur. Dann steht eine andere Begleitung, aber das schauen wir nachher an. Wir bleiben einfach mit dem Akkord so. So, das ist schon die rechte Hand, also die Akkorde von der rechten Hand. Zerlegen werden wir es nachher, keine Angst. Zuerst ist es gut, dass man die Akkorde gut visualisiert, auch so, ohne sie zu zerlegen. Die linke Hand stelle ich mit meinem Daumen, zack, auf C. Hier ist C und hier ist das nächste tiefere C. Und die anderen Finger setzen sich ganz brav daneben. Jeder auf eine Taste. Das heißt, der zweite Finger ist hier auf H, der dritte auf A, der vierte auf G und der fünfte auf F. Und es gibt nur eine kleine Ausnahme oder zwei kleine Ausnahmen, wo man ein bisschen strecken muss, aber meistens wird die Hand einfach da bleiben. Das ist sehr praktisch. Die linke Hand spielt einfach nur den Grundton, also das, was da auf dem Blatt steht. In dem Fall C, nochmal C, dann da steht A-Moll, das heißt, ich spiele ein A mit dem dritten Finger. Auch zweimal. Dann der fünfte Finger auf F. Und der vierte Finger steht auf G. Zweimal. Und dann Daumen wieder zweimal. Dritter Finger zweimal auf A. Und jetzt G mit dem vierten. Genau, ganz vielmal, also viermal insgesamt. Jetzt, bist du noch da, dabei? Machen wir die Hände zusammen, aber noch nicht zerlegt. Jetzt, einfach alle Töne zusammen, zack. Akkord, C-Dur. Dann noch einmal. Jetzt A-Moll, da ist A und da ist A. Zweite Zeile. Und G-Dur. Und wieder C-Dur. A-Moll. Und G-Dur. Viermal. Drittes Mal. Viertes Mal. Juhu! Jetzt kommt das Schönste, die Zerlegung. Wir haben, ich habe da meinen Spaß allein mit der Kamera, aber ich weiß, ihr werdet auch Spaß haben. Also, wir haben in diesem Stück 6 Achtel. Es ist eine ternäre Taktart. Nur so zum Erklärung, aber das ist nicht so wichtig. Aber ich zähle mal bis 6. Ich nehme zuerst die linke Hand, den ersten Ton. Also ich bin wieder bei C-Dur, linke Hand. Und dann spiele ich die Töne des Akkordes von C-Dur hinauf und zurück. Also das klingt so. Das sind 6 Töne. 1, 2, 3, 4, 5.
dann ein zweites Mal. Dann A-Moll. Dann F-Dur. Hinauf und zurück. Zweites Mal. Dann kommt G. Der zweiten Zeile angekommen. Ich sollte euch noch sagen, die Töne verbinde ich zusammen. Also ich mache nicht so mit vielen Löchern dazwischen, zwischen einem Ton und dem nächsten, sondern ich binde, also diese ist jetzt unten und wenn ich da auch die Taste drücke, geht die andere hinauf. So. So, und dann binde ich den Klang. Es gibt kein Loch dazwischen. Und da auch. Gibt es auch kein Loch. Und da auch nicht. Also wenn eine Taste runter geht, geht die andere hinauf. Das nennt man legato in der Musik. Das ist das italienische Wort dazu. Oder einfach gebunden auf Deutsch. Das ist C-Dur, ich gehe wieder zum A-Moll. Das dritte Mal machen wir es ein bisschen anders. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir nehmen den Akkord und wir spielen es 5 Mal. Also 1 und dann 5 Mal da, das macht 6. 1 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dass es einfach ein bisschen eine Steigerung gibt. So wird es nicht langweilig im Stück. Dann kommen wir zum Refrain. Ich werde jetzt nicht mehr alles so in Details herausnehmen. Es ist genau das gleiche Prinzip. Also beim C spiele ich wieder so. Beim G. Das kennen wir schon alles. Ha? Easy. A-Moll kennen wir auch schon. Super. Oh, jetzt kommt E-Moll. Das hatten wir noch nicht. Also, ich nehme wieder nur die rechte Hand. Ich zeige mal die rechte Hand. E-Moll. Ich nehme dieses E, also nicht nach oben gehen, sondern weiter nach unten tiefer gehen. Und wir zählen 1, 2, 3 plus 1, 2, 3, 4. Also, E, 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich E-Moll. Das ist für die rechte Hand. Und die linke Hand, ich habe sie leider nicht da unter meine Finger. Das heißt, ich strecke noch den kleinen Finger strecke ich eine Taste weiter. Hier auf E. Also auch nicht schwierig. Einfach da. Ich war hier mit dem dritten Finger vorher auf A. Zweimal auf A und jetzt strecke ich einfach den kleinen Finger, den fünften, auf E. Das klingt dann so. Dann kommt F-Dur. Ich nehme jetzt der vierte Finger hier, weil er gerade da ist. Aber F kennen wir sonst schon. Und G-Dur nehme ich jetzt den dritten Finger, auch weil er gerade da ist. Praktisch. Und fällt nur noch die Brücke. Da gibt es zwei Akkorde, die wir noch nicht kennen. Das ist C7.
Ich werde jetzt nicht erklären, was genau C7 ist, weil es ist ein bisschen kompliziert und würde da den Rahmen sprengen. Aber ich zeige dir, wie man das spielt. Und zwar, du nimmst da in der rechten Hand, der Daumen, nimmst du da auf B. Also das ist H und die schwarze Taste da, ein Halbton unter B tiefer, das nennt man B. Hier, also der Daumen kommt hier. Der dritte Finger bleibt auf E und der fünfte Finger bleibt auf G. Also C7 spiele ich so in diesem Stück. Vorher war zweimal C und jetzt nehme ich C7 so. Bei der Zerlegung so. Einfach gleich, das gleiche Prinzip. Und das zweite Akkord, was du noch nicht kennst, ist dieses E mit B. Also das ist eigentlich S-Dur. S, was ist das? Also wir kennen aber E. Vorher hatten wir E. Jetzt haben wir aber nicht E-Moll, sondern S-Dur. Also S, ich sag's dir gleich. S ist so wie von H auf B, die schwarze Taste. Jetzt haben wir S, das ist von E auf dieser schwarze Taste. Ein E mit einem B. Deswegen schreibt man E mit B. Also das ist S. S dur. Dur. Achtung. 4 plus 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jetzt habe ich S dur. Und in der linken Hand werde ich S-Dur mit dem fünften Finger hier auf diesem S spielen. Also vorher hatten wir E, jetzt haben wir hier, zack, ganz bisschen tiefer, S. Ich spiele dir einfach die Brücke jetzt. Machen wir gleich, also nein, zuerst mal die Akkorde. Also. C-Dur, C, oui. Oui, ich spreche schon Französisch. Also C. C7. Der Daumen bleibt hier, ha? Immer noch C. Jetzt F. G. F. Jetzt S. F. Das sind so Pünktchen, hast du vielleicht gemerkt, da diese Pünktchen bei der vorletzten Zeile und die letzte Zeile am Schluss, das sind so zwei Striche mit Pünktchen. Das ist auch ein Wiederholungszeichen, aber nicht von einem Takt, sondern in dem Fall von 8 Takte. Also das heißt, wenn du C gespielt hast, diese zwei letzten Mal, fängst du gerade wieder an auf F. Und dann wieder G, F, S. F, G, C, C. Genau. Jetzt zerlege ich mal das Ganze. Von der Brücke jetzt. Wir sind weiter bei der Brücke. C. Jetzt kommt C7. Gelernt. Die Form ist ganz oben, also die Reihenfolge von Strophe, Refrain und Strophe, also es wird ja wiederholt, kannst du dann für dich alles so zusammen verbinden. Zum Abschluss möchte ich aber alles nochmal vorspielen, also alles A, B, C, die Strophe, Refrain und die Brücke hintereinander.
vielleicht ein bisschen schneller, damit es nicht zu lange dauert. Und ich nehme das Pedal. Ja, genau, das Pedal habe ich nicht erklärt. Das Pedal wechsle ich immer mit dem Daumen. Das heißt, wenn ich da drücke, macht mein Fuß gleich nachher zack. Wenn du gar keine Ahnung von dem Pedal hast, bitte schau dir das Video übers Pedal an. Aber ich wechsle in diesem Stück bei jedem Kästchen, also bei jeder Harmonie, das Pedal. Wenn die Harmonie gleich ist, könnte man theoretisch auch liegen bleiben mit dem Pedal. Aber ich glaube, ich probiere mal. Ja, also ich glaube, ich wechsle einfach jedes Mal, weil das ist schon recht langsam und dass der Ton, der Grundton immer schön rauskommt, nehme ich nochmal das Pedal. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich starte. Strophe A. Das war's für den zweiten Teil. Ich wünsche dir viel Spaß. Ciao!